Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Ja, im letzten Part haben wir unsere Gobol aufgeweckt und haben eine ziemliche Breitseite von ihr bekommen. Und jetzt müssen wir einen Weg finden, ihren defekten Chip wieder in Gang zu bekommen. Da ich ja im letzten Part ja ein bisschen zu einer Komplettlösung gegriffen habe und ich herausgefunden habe, dass man etwas in bestimmten Reihenfolgen tut, um nicht das Spiel, also den Spielstand unspielbar zu machen, habe ich jetzt erstmal die Seite auf dem zweiten Bildschirm, den ich jetzt verwende, den ich wieder mal angeschlossen habe. Warum, das verrate ich euch, oder habe ich euch schon verraten? Weil ich morgen ja streame. Das ist schwierig, immer so zukünftig zu denken, obwohl man noch in der Vergangenheit lebt. Wie auch immer. Ihr habt's ja gesehen und weswegen, weshalb. Und naja, jetzt gehe ich erstmal zu Gizmo und frage, was soll ich machen? Hallo, Dr. Gizmo. Ah, Ofus, tut der Kopf noch weh? Das Einzige, was mir wehtut, ist deine Stimme in meinem Kopf. Ach, was weiß ich. Los geht's. Das Einzige, was mir wehtut, ist, dass ich noch immer in diesem Kaff festsitze. Ich fürchte, dafür habe ich keine Medizin. Außer vielleicht diesen Rat. Das hier ist dein Leben. Akzeptiere es. Was ist denn nun mit Goal? Was ist denn nun mit Goal? Ich glaube, es ist das Implantat. Es wurde bei ihrem Sturz beschädigt. Goal muss zurück nach Elysium. Guter Witz. Nichts, was auf Deponia landet, kommt je zurück nach Elysium. Aber was wird dann aus ihr? Der Bürgermeister hat entschieden, dass sie hier in Kuvak bleibt. Und ich halte das für sehr vernünftig. In ihrem Zustand würde ich einem Transport ohnehin nicht zustimmen. Selbst wenn das Ziel realistisch wäre. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Das hatten wir schon mal Doch kein versucht. Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast zu schön, um wahr zu sein. So, können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Na? Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber Nein. Menno. Nein, 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 Ich nein, nein. komme wieder. Ich kann es kaum abwarten. Mensch, wie euphorisch die sind. Ich bin gespannt, wie das Aufnehmen mit zwei Bildschirmen ist. Damals hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das Leistungseinbrüche waren, aber das war ja damals auch noch die läppische Grafikkarte. Hanek, ich habe vergessen, meine Timer zu stellen. Einen Hallo Moment. nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Okay, der hat nichts Neues. Muss mal kurz. Bis Bis bald. bald. Tschüss, Schnutzipu. Tschüss, Nutschipu. Eieieiei. So. Dann wollen wir mal weitergehen. Während ich hier den Timer suche. Ihr habt ja mitbekommen, warum ich den Timer gebrauche. Leider. Aber ich werde für meine Streams, die ich am Samstag habe, einen anderen Player benutzen oder ausprobieren und werde mal schauen. Ja, wie das so klappt. Nächster, bitte! Nächster, bitte! So, wie war das nochmal? Ach ja. Bevor wir hier irgendetwas noch machen. Wir wollen ja jetzt nicht, ich mach mal kurz mein Mikrofon ein bisschen näher dran. Und dann hat Rufus ihm die Krücken geklaut, um daraus einen. Warte mal, da ist er schon wieder. Wir reden gleich weiter, okay? Was tust du? Ich nehme ihn wieder mit. Du übst einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Tu das. Ich bin sowieso schon heiser. Und diese ganzen Geschichten zu erzählen, macht mich irgendwie depressiv. Das sind alles Lügen, hörst du? Rufus hat Hanneks Vogel geklaut! Alles Lügen!
Joa. Geborgt. Wir sagen mal geborgt. Geklaut hört sich ein bisschen übertrieben an. Papagei. Kann ich jetzt den irgendwie hier drauf platzieren? Nicht doch. Er könnte irgendein Unheil anrichten. Ihn einfach auszusetzen wäre also verschenktes Potenzial. Achso. Verstehe. Mhm. Oh. Er ist und bleibt ein Penner. Das ist aber mies. So, Mikrofon. Vielleicht möchte ja Rufus auch ein Let's Play aufnehmen. Wie war das? Lieber nicht. Ach ja, wir haben was vergessen. Ha. Damit ihr... Der Gute hat doch eine schöne Uhr von... Ja, so eine Markenuhr, wisst ihr? Mein Link findet... Jetzt vorsichtig. Haha, lange Finger, leise Treter. Rufus war der Übeltäter. What the fuck? Was ich sagen wollte, nicht in meinen Link, in meiner Beschreibung findet ihr einen Link zu dieser Uhr. Und ja. Nein, natürlich. Spaß. Ich glaube, die Post hat auf. Postana! Du hast recht. Damit hast du nicht gerechnet, was? Nee, ne? Charmantes. Nee. So. Jetzt kommen wir in die Post. Was ist das denn für ein Typ? Hi. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Ich möchte einen Nachsendeantrag stellen. Nennen Sie den Grund für den Nachsendeantrag. Ich wohne in Zukunft in Elysium. Selbstüberschätzungs-Error. Ja, kann man so nennen. Von wo aus kann ich funken? Ausgehende Funkgespräche können von jedem angemeldeten Privatgerät aus geführt werden. Wo finde ich denn so ein angemeldetes Privatgerät? Es ist kein privates Fernsprechgerät für Außerortsgespräche registriert. Was soll denn das heißen? Man muss doch irgendwie nach außen funken können. Nicht von einem privaten Gerät aus. Ich sehe da oben schon etwas, was wir brauchen können. Naja, weiter geht's. Sind denn andere Fernsprechgeräte registriert? Es existieren 3 Registrierungen für Innerortsgespräche. Eine Anlage befindet sich im Büro von Bürgermeister Lotek. Eine weitere am Empfang des Rathauses. Die 3. Anlage ist das Notrufsystem der Notfallstation. Aber von da aus kann man nur interne Gespräche führen? Na, perfekt. Gibt es denn gar keine externen Geräte? Es existieren keine externen Geräte außer dem Horchposten der Post und dem Backup-System im Tresorraum. Na, das sind doch schon mal 2. Beide Geräte sind nicht zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Verdammt! Ich würde gerne selber ein privates Gerät für Außerortsgespräche anmelden. Sehr gerne. Wo soll das Gerät installiert werden? Tonis Hütte liegt im Planquadrat 4, direkt am Ausgang des Osttunnels. Ihr Auftrag wurde registriert. Die Installation der Anlage wird voraussichtlich in Kalenderwoche 63 abgeschlossen sein. Was?
Das ist ja erst in einem Vierteljahr. Bis dahin werde ich Kuvak schon lange verlassen haben. Die Installation der Anlage dauert 3,799 Monate. In diesem Zeitraum wird Ihr Haus von der Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde getrennt. Ohrenschützer gegen den Lärm der nächtlichen Bohrungen sind im Preis inbegriffen. Wie möchten Sie zahlen? Toni zahlt für mich. Darf ich in den Tresorraum? Nur über meine verrosteten Wrackteile. Das können wir arrangieren. Darf ich in den Tresorraum? Nur... Das können okay. wir... Mann, bist du langweilig. Ich meine, macht dir der Job überhaupt Spaß? Definieren Sie Spaß. Also bei dir ist ja echt Hopfen und Malz verloren. Spaß halt. Wie... Wenn jemand vor deinen Augen in eine offene Müllgrube fällt oder sich aus Versehen den Fuß anzündet. Zerstörung ist Spaß. Ja, wenn sie nicht dir passiert. Ich mag es, die Luftblasen in der Knickerfolie zu zerdrücken. Ist das auch Spaß? Wenn's dir gefällt. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern aufzufüllen, die irrtümlich in Paketen der Frankierungsstufe 3 gelandet sind. Und das passiert so gut wie nie. Aber wenn es passiert, dann ist hier bestimmt Party. Ehrlich gesagt ist das ein bisschen anstrengend, denen zuzuhören. Naja, ist halt ein Roboter. Du hast also ein Faible für Knickerfolie. Leider brauche ich die Knickerfolie immer nur, um Pakete mit kleinen Gütern auf und... Das hat er schon erklärt. Das brauchen wir nicht nochmal. Was ist denn das für ein Kratzen? Kommt das etwa da aus dem Kasten? Das sind die Ersatzpostkatzen, die da kratzen. Das Kratzen in dem Kasten kommt von Ersatzpostkatzen? Es ist der Ersatzpostkatzenkasten. Krass. Was für ein Wortspiel, geil. Bis später. Das ist geil. Auf zum Hochposten. Hey, huhu, hallo. Hm? Ja, was gibt's? Was macht die Arbeit? Bei mir ist alles ruhig. Bis auf diese sonderbaren Funkrufe von diesem... Klitus oder so. Er hat euch den ganzen Morgen noch nichts zu tun. Klitus? Der Funkspruch war für mich. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Keine Chance, Alter. Die Funkstation ist nur für Angestellte der Post. Du solltest eigentlich nicht einmal hier oben sein. Och, Menno. Ich müsste dringend mal funken. Aha. Und was hat das mit mir zu tun? Naja, du hast ein Funkgerät. Finger weg! Dieser Apparat ist nur für Postangestellte. Du kannst meinetwegen funken, bis dir der Schaum aus dem Ohr läuft. Aber nicht von diesem Gerät aus. Capito? Sei doch nicht so. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht es um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube langsam, es ist wahr, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut. Alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Wirst du nicht mal müde? Ha! Willst du mich aufziehen? Das hier ist Kuvak. Ich habe alle Ruhe der Welt. Wovon sollte ich müde werden? Vom bescheuert Aussehen. Ja. So. Kann ich denn wenigstens die Kopfhörer ausborgen? Spinnst du? Die brauche ich für meine Arbeit. Nette Tauben. Unsere Brieftauben? Es sind schöne Tiere, nicht wahr? Wenn man Infektionskrankheiten mag. Wusstest du, dass sie sich am Erdmagnetfeld orientieren? Wirklich? Woher weißt du das? Ich habe ihnen starke Elektromagneten um den Hals gehängt. Und schwupps sind sie in die falsche Richtung geflogen. Ach. Ja, direkt auf diesen rostigen Metallberg dort zu. Du hast hier oben wirklich nicht viel zu tun, oder? Oh Mann, ist das ein, Ja, ich verkneife mich. Ich gehe dann mal. Mach das! Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Kann man sich so eine Taube mitnehmen? Schade. Kann ich jetzt sonst noch irgendwas machen? Anscheinend nicht. Schade. Ja gut, da kann man auch wohl nicht weiter. Jo,
Da komme ich nur ran, wenn ich so Knickerfolie eventuell hätte. Diese Technik ist voll für die Katz. Gegensprechanlage. Mikrofon, Gegensprechanlage. Ah, da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Ein Adapter fehlt? Soll ich denn den jetzt finden? Vielleicht hat ja... Gibt es hier noch etwas? Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber ich glaube... Oh! Den Trichter habe ich ja fast vergessen. Mensch, man sollte wirklich seine Augen offen halten und alles beachten. Sonst kann es Schwierigkeiten geben. Adapter im Wenzels Haus. Vielleicht ist ja der Gute da. Nee. Nö. Ist da vielleicht ein Badezimmer? Auch nicht. Okay, hier gibt es keinen Adapter. Das weiß ich. Was habe ich denn überhaupt hier? Adapter. Espresso. Brauchen wir den wirklich noch? Warte mal, vielleicht hat Hennig ja so etwas. Also wir wissen ja jetzt, was wir brauchen. Wir haben das Mikrofon. So, und auf geht's. Hey, Hennig. Ich nenne ihn gerne Hennig. Hallo nochmal. Ah, hallo Schnutzipu. Bis bald. Tschüss, Schnutz. Dann zeigen wir Ihnen das mal kurz. Ach, witzig. Ich habe genauso ein... es ist ja nicht... die Teile... Der findet wirklich alles, was? Kann man hier irgendwie... Das muss nicht umgefüllt werden. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlungen, zu denen ich nie eingeladen werde. Da fehlt ein Adapter. Kleine Klinke auf großer Blödsinn. Vielleicht da fehlt auch? Ein kleine großer Blöd... Ja, kleine große Tonis Blödsinn. Beruhigungs... Dr. Gess, wie mein... So... Du hättest nicht vielleicht von einem Schrotthaufen hier etwas für mich, oder? Du, Lonzo! Ah, Rufus! Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Weißt du, ist gerade schlecht. Ich komm später, okay? So, da brauchen wir es auch nicht versuchen, das ist... zwecklos. Hey, was treibst du da? Ich dachte, ich darf garantiert kurz mal an ihrem Hebel ziehen. Guter Witz. Aber... Nein! Ja, na gut, dann werden wir, denke ich mal, im nächsten Part nach dem Adapter suchen. Ihr wisst ja, wir können leider nicht die 15-Minuten-Schwelle überschreiten, solange ich das Problem noch nicht gefixt habe. Das habe ich, glaube ich, erst nachdem ich mal das andere Programm ausprobiert habe. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich werde mich weiterhin noch ein bisschen informieren über den Bug. Ich habe jetzt nur einen Teil nachgesehen, weil ich dachte, das ist am Anfang, aber ich habe darüber irgendwie keinen Warnhinweis gesehen wie das letzte Mal. Naja, ich gucke weiterhin und werde weiterhin nach dem Bug und werde es dann euch im nächsten Part dann, ja, sagen. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Bis dann und bis zum nächsten Part von Deponia. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, bis dann.